Lasst euch nicht belabern, lasst euch nicht entmutigen. Macht das, worauf ihr Bock habt. Es gibt niemanden, der beurteilen kann, ob das gut oder schlecht ist. Es ist einfach Geschmackssache. Diese Staffel ist mir viel zu trist. Ich glaube, die letzte Folge skippe ich. Ja, den Text vergeigt, die Stimme bricht, Blende in dein Gesicht. Ich habe mich in meiner Schulzeit oft fremdbestimmt gefühlt. Aber inzwischen habe ich es geschafft, mich irgendwie von diesen auch nur imaginären Fesseln zu lösen und mache jetzt sehr befreit und mit viel Freude Musik. Und wie es dazu kam, das erfahrt ihr jetzt. Ich will dich nie wiedersehen, nein, ich will dich nie wiedersehen. Ich weiß, du kannst mir nichts geben, will dich nicht in meinem Leben. Nein, ich will dich nie wiedersehen, du guckst mich an, doch das ist nicht mein Wert. Such dir eine andere auf Insta, schnell. Ich würde meine Schulzeit als ambivalent beschreiben. Es gab sicherlich viele schöne Momente, aber natürlich gab es irgendwie auch die Tiefen. Ich habe oft hinterfragt, wie sinnhaft die Sachen sind, die wir lernen oder die Methoden, mit denen Fächer unterrichtet wurden. Mir ist so klar geworden, dass dieses Leben, was ich da irgendwie führe, in diesen doch recht engen Bahnen einer Schüler- oder Schülerin-Karriere, dass ich mich da sehr unfrei gefühlt habe, also sehr fremdbestimmt. Und das lag ziemlich schwer irgendwie auf meinem Herzen. Ging dann irgendwie so weit, dass ich irgendwann überlegt habe, das war so 9., 10. Klasse, willst du das noch weitermachen oder brichst du jetzt hier ab? Ich finde nicht, dass es genug Raum gibt für kreative Menschen im Schulsystem, wie wir es gerade haben. Bei mir war das so, dass man irgendwie aufgrund von G8 sich relativ früh entscheiden musste, ob man Musik macht oder Kunst. Und das sind die Fächer, die einen ja aber eigentlich damit konfrontieren, wie es ist, wenn du kreativ ad hoc irgendwie was erarbeiten musst, was ja ein Skill ist fürs spätere Leben, der super relevant ist. Und deswegen halte ich das für einen Riesenfehler, dass man das kürzt. Mathe war immer scheiße, genauso wie Chemie. Da war ich echt absolut unbegabt. Und dann erinnere ich mich einfach, wie ich das Gefühl hatte, fuck, irgendwie besitze ich nicht die Autorität, über meine eigene Zeit zu entscheiden. Habt ihr irgendein Thema in irgendeinem Schulfach, was ihr überhaupt nicht in die Rübe reinkriegt, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Es gab dann einen Punkt, wo es wirklich erheblich besser wurde, wo ich auch wieder mehr Spaß auch in der Schule hatte. Und das war eigentlich der Beginn der Oberstufe. Man hat die Möglichkeit, sich zumindest ein bisschen mehr zu spezialisieren. Und ich bin da irgendwie aus Fach Kunst gegangen, keine Überraschung. Und war auf einmal in einer ganz anderen Gruppe an Menschen irgendwie, nämlich Menschen, die ähnlich gelagerte Interessen hatten wie ich selber. Und das hat mir einen ziemlichen Aufschwung bereitet. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu produzieren auf dem alten Laptop meiner Mutter. Und das habe ich relativ lange gemacht und irgendwann, ja, also habe ich versucht, das dann irgendwie ineinander zu morphen. Und dann habe ich schlecht gespielte MIDI-Klavierloops über schlecht gespielte Drumloops gekleistert und das ist hat sich verselbstständigt. Diese Staffel ist mir viel zu trist. Glaub, die letzte Folge skippe ich. Den Text vergeigt, die Stimme bricht, Blende in deinem Gesicht. Ja, mit 17, 18 bin ich da irgendwie die Open Mics abgetingelt und hab da wirklich Sachen angeboten, wo ich heutzutage denke, eieiei, das arme Publikum. Aber ey, das war, glaube ich, wichtig, um das einfach mal auszuchecken, wie das so ist, auf einer Bühne zu stehen. Ich komme gerade aus dem Fahrt, alles wie gehabt, Sekunden bis zum Start, Take off in die Nacht, von hier aus Richtung Mars.
als mir so klar geworden ist, dass das auch auf eine Resonanz trifft innerhalb dieser diffusen Musikindustrie und es da wirklich Leute gibt, die sich vorstellen können, mit mir zusammenzuarbeiten. Im Endeffekt bin ich auch sehr dankbar für. Das ist natürlich irgendwie auch eine Riesenchance. Ich hatte diesen Traum, irgendwie einen kreativen Job zu machen. Ich wusste, Musik finde ich super toll. Ich bin da sehr froh mit der Entscheidung. Ich will dich nie wieder sehen, Mann, ich will dich nie wieder sehen. Ich weiß, du kannst mir nichts geben, will ich nicht in meinem Leben. Mann, ich will dich nie wieder sehen. Du guckst mich einfach, du siehst nicht, Mann. Wer sucht dir eine andere auf Insta? Schnell, ich war, nachdem du mich gefickt hast. Ich will, dich nicht mehr. Das war meine Story. Falls ihr Lust habt, mein Cover von Juju zu hören, dann klickt jetzt auf den Link, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke.